Endlich habe ich es mal geschafft, die hartgeschnittenen Schwerter zu schneiden, die ich schon vor einiger Zeit angekündigt hatte. Eigentlich war es ja sogar der Plan, dass dieses Video noch vor dem schmalen Frontier-Update kommt, aber das hat wohl nicht so ganz geklappt. Naja, da ich jetzt aber schon die komplette Challenge aufgenommen und sogar schon zum Teil geschnitten hatte, wollte ich den Fortschritt auch nicht einfach wegwerfen. Also hier das Video. Ich hoffe einfach, ihr habt trotzdem Spaß an meinem ersten Versuch einer Hardcore-Challenge, auch wenn sie mittlerweile schon etwas outdated ist. Erstmal aber noch kurz zu den Regeln der Challenge. Wenn ich sterbe, wird der Charakter automatisch gelöscht und ich muss an einer neuen Welt komplett von vorne beginnen. Ich muss die Bosse in der chronologischen Reihenfolge besiegen. Ich hatte dafür damals einfach die Reihenfolge aus der Wiki genommen, die hat sich mittlerweile allerdings leicht geändert, aber auch nur für zwei Nebenbosse, also hat das fast gar keine Auswirkung auf die Challenge. Ich darf in kein neues Biom gehen, solange ich nicht alle Bosse aus dem vorherigen Biom besiegt habe. Ich darf natürlich auch meine Skills nicht einfach powerleveln und mit Level 100 Skills zum ersten Bossgegner gehen. Da Foodbars OP sind, ist auch Essen aus goldenen Pflanzen so lange verboten, bis wir Arceus besiegt haben. Die Challenge ist geschafft, sobald ich alle Bosse im Spiel mindestens einmal besiegt habe. Jetzt kann's aber losgehen. Wie immer starten wir natürlich mit dem Generieren einer neuen Welt. Da es mein allererster Versuch an so einer Challenge ist, lasse ich die Schwierigkeit erstmal auf normal stehen. Danach wird eigentlich nur noch ein neuer Charakter. Ich habe einfach ein paar Mal auf den Zufallswürfel gehauen, einen Namen vergeben und die Klasse Forscher ausgewählt. Schnell noch das Intro geskippt und dann war es auch schon endlich an der Zeit, mit der Challenge zu starten. So, let's go, Freitagabend. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wie immer am Anfang habe ich mir erstmal etwas Holz abgebaut, mir daraus direkt das erste Werkzeug hergestellt und mich gleich auf die Suche nach Kupfer gemacht. Denn meine erste Priorität bei dieser Challenge war Rüstung, damit ich nicht gleich an dem erstbesten Monster sterbe. Nicht weit vom Kern entfernt habe ich auch gleich die erste Höhle gefunden. So ganz ohne Ausrüstung können Höhlen zwar gefährlich sein, aber es ist auch eine gute Möglichkeit, um an weiteres Holz und vor allem an Pflanzen zu kommen. Denn Pflanzen-Foodbars werden wir auf jeden Fall die ganze Challenge über benötigen. So schneller wir also mit der Feldarbeit starten, desto besser. Es hat auch nicht lange gedauert, bis ich auf das erste Monster unserer Challenge gestoßen bin. Da ich in letzter Zeit Corekeeper nur noch auf der Schwierigkeit hart gespielt habe, hatte ich sogar etwas Angst vor diesem einfachen Schleim. Also habe ich mir erstmal ein Schwert oder eine komplette Rüstung aus Holz hergestellt. Da das hier aber nur eine normale Welt ist, war das wohl etwas übertrieben. Ich habe die Monster problemlos besiegt und selbst als ich einmal getroffen worden bin, hat das kaum Schaden gemacht. Aber da ich nur ein einziges Leben habe, werde ich die ganze Challenge über kein Risiko eingehen. Dann war es aber auch erstmal wieder an der Zeit, die Höhle hinter mir zu lassen, um mich wieder auf die Suche nach Kupfererz zu begeben. Als ich mich weit durch die Wände grub, fand ich den ersten Schatzraum, doch leider gab es dort keine Truhe und aus den Vasen kam auch nicht wirklich etwas Brauchbares raus. Dafür bin ich aber etwas ganz anderem über den Weg gelaufen. Oh ja, ich glaube, hier wackelt der Boden. Ja, sehr gut, dann haben wir schon mal den Schleimboss gefunden. Allerdings wollte ich mich noch lange nicht mit dem ersten Bossgegner anlegen, also bin ich erstmal zurück zu meiner temporären Basis gelaufen, wo schon das erste Kupfer durchgeschmolzen war. Das erste, was ich mir herstellte, war die Kupferwerkbank, die nur Zugang zu weiteren Werkzeugen gab. Und da ich noch etwas Kupfer übrig hatte, stellte ich auch gleich noch eine Kupferspitzhacke und einen Rucksack her. Bevor ich jetzt aber weiter erkunde, wollte ich mir schon mal eine kleine Basis richten, wo ich die ersten Pflanzen anpflanzen kann. Da durch das ganze herumgelaufen waren Notfallrationen, die ich am Anfang bekommen hatte, auch schon längst aufgebraucht. Allerdings hatte ich noch gar nicht so viele Samen bekommen, wie ich dachte, und bin dann doch erstmal wieder auf Erkundung gegangen. Und habe auch gleich zwei sehr wichtige Sachen gefunden. Ja, sehr gut. Unser erstes Haustier. Das kannst du mal ordentlich beim Bosskampf helfen. Oh, der Riesenpilz. Direkt am Anfang gefunden. Bloß 25 maximale Gesundheit. Alter, das ist ein sehr guter Start. Nicht nur haben wir jetzt ein Eis zum Ausbrüten bekommen, sondern auch den ziemlich seltenen Riesenpilz gefunden, der die maximale HP erhöht. So, du kommst gleich mit. Aber mein Glück hat dann auch nicht ganz aufgehört, da ich nur ein kleines Stückchen weiter auf eine goldene Herzbeere gestoßen bin. Oh, die hat eine goldene Pflanze. Verstößt das gegen die Regeln? Ich würde mal sagen nein, aber ich werde die ganz sicher nicht an den Schleim verschwenden. Die spare ich mir noch ein bisschen auf. Nachdem ich die also auch noch mit eingepackt hatte, ging es aber erstmal wieder zurück, da ich mit der Ausbeute mehr als zufrieden war. Wir sind nicht mal 20 Minuten in der Challenge und haben schon den Riesenpilz, eine goldene Pflanze und das erste Haustier. Ja, ich würde mal sagen, es war eine extrem gute Ausbeute. Jetzt war es aber an der Zeit, endlich mal die ersten Pflanzen anzupflanzen oder das erste im Ofen herzustellen. Und solange das Essen am Kochen war, fing ich schon mal mit dem Angeln an. Angeln habe ich ja gar nicht vermisst. Aber wenn ich die Challenge wirklich sicher runterspielen möchte, komme ich leider an den extrem starken Foodboss, den man durch das Kochen mit Fischen bekommt, nicht vorbei. Gut, ich glaube, das sind erstmal alle wichtigen Fische hier. Dann machen wir nochmal einen neuen Ofen. Und dann kombinieren wir mal die Juwelenkrabbe mit dem Riesenpilz. Dann kriegen wir nicht nur 25 maximale Gesundheit, sondern ich glaube auch noch ganz gute Verteidigung durch die Krabbe. Zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, 14 Rüstung mehr. Das ist für den Anfang schon mal ziemlich stark. Der arme Schleim wird gar nicht wissen, was auf ihn zukommt. Nachdem ich noch etwas gekocht hatte, habe ich mich auch gleich daran gesetzt, alles zum Ausbrüten des Eis vorzubereiten. Das Tier wird zwar wahrscheinlich nicht bei rechtzeitig für den ersten Boss schlüpfen, aber dafür haben wir dann danach einen Begleiter, der uns im nächsten Biom schützen kann. Allerdings gibt es da noch etwas, was mich gut im Kampf buffen würde. Das muss ich aber erstmal finden.
Bevor ich mich jetzt aber direkt auf die Suche begebe, war es an der Zeit, einen Kopfamboss herzustellen. Dort gibt es nämlich eines der stärksten Items im Spiel, das Holzschild. Wenn man mit dem im richtigen Augenblick blockt, bekommt man keinen Schaden und der Gegner, der einen berührt hat, wird sogar für kurze Zeit noch gestunt. Und selbst wenn man den Angriff nicht perfekt pariert, wird der erlittene Schaden trotzdem um 70% reduziert. Und das Holzschild stärkstes Item zu nennen, ist gar nicht mal so übertrieben. Denn für ein Item, was gerade mal 10 Holz und 5 Kupfer kostet, sind diese Buffs echt OP. Vor allem für eine Challenge, in der man Schaden so gut es geht vermeiden muss. Nachdem ich dann aber das Ei in den Inkubator gestopft hatte, war es an der Zeit, die Umgebung noch etwas weiter zu erkunden. Und gar nicht so weit entfernt habe ich auch schon genau das gefunden, was ich gesucht hatte. Ein Wiesenbiom. Denn dort können Schafe und Kühe spawnen. Und von den Kühen können wir Milch bekommen. Ein sehr starker Trank für den Anfang, der die Rüstung um 23,5% erhöht. Allerdings gab es ein Problem. Ach man, echt jetzt? Kein Schaf? Ja, egal, ich glaube, hier drüben war noch so ein Biom. Gucken wir da nochmal hin. Und sollten wir da die Tiere haben, die wir brauchen, denke ich, werden wir auch unsere Hauptbasis hinverlegen. Schafe sind wichtig für Wolle. Jetzt am Anfang ist sie zwar noch nutzlos, aber später braucht man die für diverse Ausrüstungsgegenstände. Und da Wolle nicht allzu schnell produziert wird, sollte man sich relativ schnell darum kümmern, die Produktion zu starten. Allerdings gab es im zweiten Biom auch nicht gerade viele Kühe. Auch nur ein einziges Schaf? Na toll. Nachdem ich die Tiere zusammengetrieben hatte, lockte ich sie mit den Pilzen rüber ins andere Wiesenbiom, damit alle Tiere an einem Ort stehen. Als das erledigt war, ging ich zurück in die Basis, wo mittlerweile alles fertig war. Alle Pflanzen waren ausgewachsen und das Kupfer im Ofen war komplett durchgeschmolzen. Also habe ich meine Rüstung geupgradet und danach gemerkt, dass der orange Höhlengubbi gar keine Außerchance gibt, sondern Bergbauschaden. Also habe ich nochmal etwas weiter geangelt, in der Hoffnung, einen blauen Höhlengubbi zu bekommen. Allerdings hat dabei ein ganz anderer Fisch angebissen und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich diesen starken Fisch komplett vergessen konnte. Der Steinkiefer gibt nämlich nach dem Kochen einfach 15% mehr Nahkampfschaden, was für unseren momentanen Fortschritt eine ganze Menge ist. Trotzdem musste aber noch ein blauer Höhlengubbi her. Also ging es doch weiter mit dem Angeln. Na endlich ein blauer Höhlengubbi. Hat ja auch lang genug gedauert. Gerade mal 38 Minuten dabei und das Angeln geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven. Na, das kann ja was werden. Da die Pflanzen aber auch schon alle fertig waren, entschied ich mich einfach mal dazu, einfach einmal komplett alles abzureißen und die Basis zu den Tieren zu verlegen. Dann habe ich gleich alles auf einer Stelle. Leider musste ich feststellen, dass man den Wiesenboden nicht umhaken kann. Also musste ich erstmal etwas terraformen, um mir dort ein Beet anlegen zu können. Aber danach hatten wir immerhin genug Platz, um all unsere Pflanzen anpflanzen zu können. Und nachdem ich dann noch meine Rüstung und Waffen verstärkt hatte, war es endlich mal an der Zeit, zum ersten Bossgegner aufzubrechen. Schon fast eine Stunde drinne, noch nicht wirklich was erreicht. Ich denke mal, es wird langsam Zeit für den ersten Boss. Sollten wir schaffen. Ich vermute sogar mal, dass ich ein bisschen zu sehr ausgerüstet bin. Da ich ja schon bei einer Kunden auf den Boss gestoßen bin, musste ich ihn immerhin nicht lange suchen. Und ich konnte gleich mit dem Bau einer kleinen Arena anfangen. Ich wollte zwar sowieso in den Nahkampf gehen, doch etwas Platz für den Notfall kann ja nicht schaden. Außerdem müssen auch die ganzen kleinen Schleimer weg, damit sie mir beim Bosskampf nicht in die Quere kommen. Allerdings hat es auch nicht allzu lange gedauert, bis genau das passiert ist, wovor ich die ganze Zeit große Angst hatte. Oh shit, oh shit. Warte, wie viel Schaden hat der gemacht? 7? Ja, wie weit denn noch? Okay. Aber wie es aussah, war meine Angst wohl unbegründet, denn Glurch hatte mir so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Indem ich ihn dann abhängte, bereitete ich mich schon mal auf den Kampf vor. Okay, ich denke, wir haben genug Platz. Und ich glaube, ich habe ihn etwas überschätzt. Wahrscheinlich, da ich die letzten Stunden auf dem Hardcore-Server gespielt habe. Aber dann hauen wir mal unsere Foodbuffs rein und gucken mal, wie es läuft. Und somit startet unser erster Bosskampf. Ja, das Schild ist halt einfach OP. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, diesen Block zu 100% zu machen, aber das ist einfach viel zu stark. Ja, gut, wir haben 4 Schaden gekriegt. Ich habe mir mal wieder ein bisschen zu viele Sorgen gemacht, glaube ich. Aber sehr gut, damit ist der erste Bossgegner schon mal geschafft. Tja, das war etwas weniger spannend, als ich erwartet hatte. Ich habe den ja halt wirklich komplett auseinandergenommen. Als Belohnung habe ich dann meinen ersten Ring bekommen. Das Item für den NPC oder eine große Truhe zum Lager meiner ganzen Sachen. Außerdem hatte ich mir auch noch Glurchs Auge gejobbt, das ich dann auch gleich am Kern in den dafür vorgesehenen Sockel gesetzt habe. Dadurch haben wir Zugang zu den Bossscannern und dem Schleimschwert bekommen. Darauf werden wir aber erst später nochmal zurückkommen. Jetzt geht's erstmal zurück in die Basis, das Ganze immer Taos lernen. Nachdem das erledigt war und ich nochmal die Pflanzen neu angebaut hatte, wollte ich voller Tatendrang direkt ins Lehmbiom aufbrechen, um dort die neuen Ressourcen zu farmen. Leider bin ich nach links gegangen, wo ich auf das Steinbiom gestoßen bin. Genau das falsche Biom. Da das laut unseren Regeln noch verboten war,
bin ich sofort umgedreht und habe mich auf den Weg gemacht, die rechte Seite der Welt zu erkunden. Und auf dem Weg habe ich eine mysteriöse Insel gefunden, auf der man etwas ausgraben konnte. Oha, einfach die Muskete. 242 Fernkampfschaden. Das ist natürlich ein ordentlicher Upgrade zum Holzbogen, der nur 35 Schaden macht. Oh ja, nehme ich gerne mit. Das war natürlich ein ordentliches Upgrade. Die Muskete greift zwar nicht so schnell an wie der Bogen, macht dafür aber um einiges mehr Schaden. Und nun ein kleines Stück weiter, habe ich direkt das nächste gute Item gefunden. Das ist auch sehr praktisch. Der Herzwehrenanhänger gibt ein 0,7 Leben jede Sekunde. Für den Anfang eine sehr gute Halskette, da die einzige Regeneration, die ich momentan hatte, meine Pilzsuppen waren. Und da ich sowieso noch keine andere Kette hatte, wurde die gleich mal ausgerüstet. Und da sich mir auch noch ein kleiner Pilz in den Weg stellen wollte, konnte ich auch gleich mal die Muskete ausprobieren. Und ja, die haut gut rein. Mit so einem hohen DPS hat es auch nicht lange gedauert, bis ich in den Lehmhüllen angekommen bin. Ah, genau das haben wir doch gesucht hier. Und wie immer, wenn man am Cockpit in ein neues Biom kommt, habe ich erstmal die ganzen Wände nach neuen Erzen durchsucht, was in dem Fall hier Zinn wäre. Als ich weiter ins Biom vordrang, fand ich auch die ersten Spuren von dem nächsten Bossgegner, der auf meiner Liste stand. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis er mir einen Überraschungsbesuch abstattete. Oh nein. Ich hatte das Glück, dass es hier eine kleine Höhle gab, in die ich flüchten konnte. Sonst hätte das echt böse nach hinten losgehen können. Ich hatte zwar den ersten Bossgegner mit Leichtigkeit besiegt, doch deswegen kann ich es mir nicht erlauben, übermütig zu werden. Denn wenn ich einmal sterbe, ist alles vorbei. Und das kann sehr schnell gehen, wenn man nicht aufpasst. Da neben der Höhle direkt ein Larven-Neste-Dungeon war, entschied ich mich dazu, in einer neuen Moskette mich durch die Larven zu kämpfen, um am Ende an die Truhe zu kommen, die echt gute Sachen haben kann, wie zum Beispiel die Bernsteinlarve. Ah, wow, das ist ja mal absoluter Müll. Ja, das war aber nichts. Aber ich möchte mich auch nicht beschweren, da ich ja bis hierhin schon extremes Glück hatte mit all den guten Sachen, die ich schon gefunden hatte. Also habe ich einfach noch etwas weiter Zinn gefarmt. Als ich dann aber eine Leuchtturpe abbauen wollte, ist noch etwas Seltsames passiert. Was war das denn? Ich war gerade so verwirrt, als ich mit der Spitzhacke alle Wände getroffen habe. Aber da kamen einfach irgendwelche Larven raus. War hier so eine Art Silberfischstein, wie man es aus Minecraft kennt. Man entdeckt ja auch echt immer irgendwas Neues. Da es damit aber langsam immer voller wurde und ich auch schon einige Erze zusammengesammelt hatte, war es langsam an der Zeit für den Rückweg. Unterwegs habe ich auch noch mal den Boss getroffen. Und ihn auch schon gleich mal gezeigt, was in naher Zukunft so auf ihn zukommen wird. Zu Hause angekommen, habe ich dann erstmal die ganzen Erze in den Ofen gestopft, meine erste Kupfertruhe geöffnet, wo aber leider nur Müll rauskam, und dann nochmal das Feld abgeerntet und bei der Gelegenheit auch gleich nochmal etwas erweitert. Und da ich ja sowieso noch auf die Erze warten musste, habe ich auch gleich nochmal ein vernünftiges Gehege für die Tiere gebaut, damit die hier nicht mehr so verstreut herumlaufen. Sehr gut, das sei schon mal fertig. Dann können wir den ganzen Rest auch nochmal mit hochnehmen. Nachdem ich dann alles aus der alten Basis mit rübergenommen hatte, war es doch endlich mal an der Zeit, das erste Ei zu öffnen. Sehr gut, mal sehen, was aus unserem ersten Ei rauskommt. Ein Subterrier. Mal sehen, was hat er für einen Skillbar? Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der hat von sich aus schon eine 10 kritische Trefferchance, hat hier unten zweimal den Skill 30%ige kritische Trefferchance, 15% mehr Schaden gegen Bosse und dann hier nochmal eine 7%ige Chance, die dreifache Menge an Schaden anzurichten. Ich glaube, der Gute wird uns erstmal ein Stückchen begleiten. Ich glaube, ich nenne dich Yorkleff. So, du wirst dich einen Augenblick begleiten. Und ich würde sagen, du bekommst auch gleich mal hier ein paar Süßigkeiten. So, hat er schon mal 150 XP und ist fast ein Level aufgestiegen. Nachdem ich uns noch neuen Begleiter dann etwas die Basis gezeigt hatte, habe ich mich noch an eine kleine Pilzsammlung gesetzt, damit ich immer genug Essen für die Nutztiere habe. Ich wollte nämlich nicht unbedingt meine guten und wertvollen Pflanzen mit den Tieren teilen. In der ganzen Zeit ist dann aber auch schon das Zinn im Ofen durchgeschmolzen und hatte damit Zugang zur Zinnwerkbank, in der es einige neue Sachen gab. Zum Beispiel eine bessere Spitzhacke, den neuen Amboss, eine bessere Schaufel und Feldhacke und natürlich noch einen neuen Rucksack für mehr Inventarplätze. Aber es gab auch noch weitere Werkstationen, die mir später noch weiterhelfen werden, wie zum Beispiel die Köderwerkbank und den Alchemietisch für die ganzen Tränke. Und da ich dann auch immer noch Zinn übrig hatte, habe ich mir auch noch gleich die komplette Rüstung gegönnt. Mit der neuen Spitzhacke habe ich mir auch mal direkt einen geraden Weg runter zum Kern gebaut. Denn dort gibt es noch eine Sache, die ich gerne haben möchte. Nämlich das Schleimschwert. Das hätte ich gerne, das getroffene Gegner um 40% verlangsamt. Und das könnte bei unserem nächsten Bosskampf noch sehr praktisch werden. Danach habe ich mich aber erstmal weiter für den nächsten Bosskampf vorbereitet. Ich habe die neue Ausrüstung nochmal verstärkt, war wieder angeln für neue Foodbars, habe nochmal das Feld geerntet und mir zur Sicherheit 10 Heiltränke hergestellt. Okay, ich glaube langsam sind wir gut ausgerüstet. Das sehe ich auch so. Also habe ich mich direkt auf den Weg zum Bossgegner gemacht. Auf dem Weg dahin habe ich auch zum ersten Mal den Hund in Aktion gesehen. Wow, ganze 11 Schaden? Oh, das ist nicht so viel. Ja, das war wirklich nicht sonderlich beeindruckend. Ja. Mal sehen, ob das auf den nächsten Leveln noch besser wird. Da wir hauptsächlich gegen Bosse kämpfen und uns Betäubung da nichts bringt, gehen wir hier direkt auf
dreifachen Charme. So, dann mal sehen, wie viel Charme macht er jetzt? Haben wir irgendwo einen Gegner? Hier oben, komm mal her. Ach, greift er nicht an, weil er passiv ist. 35. Was ist dreifache? Ich glaube, aus dem kann noch was werden. Hoffen wir es mal, denn wir können jede Unterstützung gebrauchen. Jetzt ging es aber wirklich los zum Bossgegner. Ich habe noch etwas den Schleimboden entfernt, damit ich mich beim Kampf besser bewegen kann. Und dann schon mal alle Bosse in die Hotbar gezogen. Jetzt hieß es nur noch warm. Der Plan war es, ihn mit dem Schwert zu schlagen, damit er langsamer wird und ich ihn verfolgen kann, um genug Schaden zu machen, dass er aggressiv wird und mich verfolgt. Ich hätte zwar auch Bomben dafür verwenden können, aber das war mir in der Kombination mit der Challenge etwas zu gefährlich. Ich kenne mich ja. Ich hätte mich einfach nur wieder selber in die Luft gesprengt. Und 2 Minuten später war es endlich soweit. Der Start von unserem zweiten Bosskampf. Mal sehen, ob mein Plan mit dem Verlangsamen aufgeht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keinen Unterschied in seiner Bewegungsgeschwindigkeit gesehen. Und ich dachte auch schon, ich hätte ihn verloren. Aber dann, kurz bevor er nicht mehr zu sehen war, konnte ich ihn gerade noch so zum Anhalten bewegen. Ohne die Muskete hätte das Ganze wohl nicht geklappt. Aber jetzt kommt noch das zweite Problem. Jetzt legt der Boss erst richtig los. Und trotz all meinem Bass hat er gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. Aber ich konnte mich immer wieder regenerieren, solange der Boss seinen gigantischen Körper gewendet hat. Und selbst als ich mich ein paar Mal dumm hab treffen lassen, konnte ich mich mit nur einem Trank wieder fast komplett voll heilen. Und auch wenn zwischendurch noch etwas knapp wurde, ging ich am Ende doch siegreich hervor. Oh, okay. Hatte ich mir auch schwerer vorgestellt. Als Belohnung haben wir wieder einen Ring bekommen, der uns Lifesteal gibt, einen neuen Rucksack, das Beschwörungs-Item für den zweiten NPC und wieder das Artefakt für den Kern. Und jetzt, wo der Boss auch besiegt ist, können wir auch ins Steinbiom gehen. Aber erstmal geht's ab, zurück nach Hause. Ach, schon 2,5 Stunden dabei. Und erst 2 Bossgegner besiegt. Ehrlicherweise gedacht, ich bin ein bisschen schneller damit. Dort habe ich dann wieder die Standardsachen gemacht. Das Inventar ausgeleert, das Feld abgeerntet und mich um die Tiere gekümmert. Nachdem das erledigt war, habe ich noch das nächste Ei geöffnet, was in der Zeit fertig geworden ist. Diesmal war es ein Vogel. Leider war der aber nicht allzu besonders. Also habe ich ihn einfach in die Truhe gestopft und bin runter zum Kern gegangen, um mir den Scanner für den letzten Bossgegner herzustellen, der noch zwischen mir und der Welt hinter der Mauer stand. Und der Scanner hat uns auch gleich gezeigt, wo wir die Nestmutter finden können. Bevor wir uns aber mit der anlegen, müssen wir uns nochmal um bessere Ausrüstung kümmern. So, mit den ersten beiden Bossen aus dem Weg können wir uns jetzt auch noch besser ausrüsten. Problem ist aber, glaube ich, dass wir für die Eisenausrüstung diese Bummelkugelplatten brauchen. Das heißt, wir müssen auch nochmal ein paar Kellerasseln herholen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Das heißt, wir brauchen auch nochmal ein Käfernetz dafür. Eigentlich hätte ich die Bummelkugelplatten nicht für die Eisenausrüstung gebraucht, aber das hatte ich damals nicht mehr so genau auf den Schirm. Ist aber auch nicht so schlimm, denn die Platten brauchen wir später trotzdem nochmal. Es kann also nicht schaden, jetzt schon mal welche zu produzieren. Also schnappte ich mir meine Spitzhacke und machte mich gleich auf ein Steinbiom, wo man die Kellerasseln finden kann. Oh, das war ein Käfer, ging ja schnell. Ja, gerade mal 10 Blöcke im neuen Biom und schon steht da ein Bumerangkugler vor mir. Außerdem hat mir auch gleich der erste Feuermagier seinen Stab gedroppt, der dann auch gleich mal die Muskete ersetzt hat. Auf dem Weg fand ich dann auch noch ein paar weitere Käfer. Sehr gut, ich denke, mit den vielen sollten wir schon mal genug Tiere haben. Und die sind auch noch alle relativ dicht an unserer Basis dran. Die kriegen wir ganz entspannt nach Hause. Damit war meine Mission eigentlich schon abgeschlossen. Da ich jetzt schon mal hier im Steinbiom war, habe ich auch gleich noch etwas Eisenerz gefahren. Außerdem bin ich auch noch auf die erste Eisentruhe gestoßen. Oh, erste Eisentruhe. Wir haben auch schon einen Schlüssel gefunden. Ich denke, ich mache die direkt auf, vielleicht kriegen wir einen Hammer. Ach, schade. Aber ein Goldring ist auch nicht schlecht. Es gab zwar leider keinen Hammer, aber der Goldring hat dann immerhin den Kristallring ersetzen können und gab mir 70% mehr Fernkampfschaden. Das ist doch auch nicht schlecht. Nachdem ich dann noch etwas weiter Eisen abgebaut hatte, war es auch langsam an der Zeit für den Rückweg. So, Spitzhacke fast kaputt. Wir haben mittlerweile aber auch schon 48 Eisen. Ich denke mal, das reicht für Werkbank und Spitzhacke, hoffe ich mal. Dann steche ich erstmal neue Ausrüstung her und komme dann gleich wieder. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe auf den Rückweg aber noch kurz etwas Steinboden mitgenommen, um zu Hause auf dem Feld Karotten anpflanzen zu können. Nachdem das erledigt war, fing ich schon mal an, alles für die Käfer vorzubereiten. Ich baute hier einen kleinen Stall und stellte mir schon mal das Insektennetz her, um ein paar Würmer und andere kleine Krabbeltiere zu fangen. Und als ich genug gefangen hatte, um die Tiere bis nach Hause zu locken, habe ich das auch gleich mal gemacht. Aber da die Viecher wirklich an jeder Ecke hängen geblieben sind, erspare ich euch das Ganze mal. Endlich alle Viecher da drinnen. So, hier habt ihr ein paar Würmer. Dann produziert mal ein paar von diesen komischen Platten, bitte. Aber immerhin sind in der Zeit die Erze fertig geworden und ich konnte mir die Eisenwerkbank, den Schmelztiegel für Gold und eine Eisenspitzhacke herstellen, die ich dann auch noch gleich verbessert habe. Danach musste ich nochmal auf Erkundung in die Lehmhöhlen gehen, damit das Zinn ausgegangen war. Also habe ich mir einen guten Haufen zusammengesammelt und dann das gesamte Erz im Bohrer investiert, die ich dann wiederum auch gleich bei einer großen Zinnquelle angeschlossen habe. Damit sollte ich in Zukunft hoffentlich keine weiteren Erzprobleme mehr bekommen. Außerdem hatte ich mir zwischendurch noch mit dem restlichen Eisen die bessere Gießkanne gegönnt, denn durch die ganzen Erkundungen kamen schon ordentlich viele Pflanzensamen zusammen und das Feld war dadurch schon ziemlich groß geworden. So, ich denke, wenn das Feld ja schon so groß ist, lohnt sich dann auch mittlerweile mal die große Gießkanne. Keine Lust, mit der kleinen Gießkanne weiter rumzuhampeln.
Ja, das ist viel angenehmer. Danach war es aber wieder an der Zeit, ein bisschen Eisen zu farmen. Und da ich ja sowieso noch irgendwann einen Weg brauchte, der mich bis hinter die großen Mauern bringt, habe ich die zwei Aufgaben gleich miteinander kombiniert. Oh, das sieht aus wie Malugas Arena. Oder? Das erspart natürlich auch nicht Zeit später. Muss ich den schon manchmal suchen. Dass ich die Beschwörungszone direkt gefunden hatte, war sehr praktisch. Sonst hätte ich später nochmal das ganze Steinbiom durchsuchen müssen. Aber jetzt kann ich hier noch nichts machen. Also ging es erstmal weiter mit dem Bau des Weges. Unterwegs habe ich dann sogar noch das Labyrinth gefunden, wo es den klaren Edelstein gibt. Da ich aber sowieso nicht geplant hatte, das Runit herzustellen, habe ich mich mehr über den Rückrufstein und die antiken Edelsteine gefreut. Ein kleines Stückchen weiter bin ich dann aber auch endlich mal auf die Mauer gestoßen. Und als ich da dann etwas gefolgt bin, oh, sehr nice, endlich mal ein großes Eisenerz verkommen. Das können wir auch gleich nochmal mit anzapfen. Habe ich sogar noch eine große Erzequelle gefunden. Und da man im Laufe des Spiels sowieso immer wieder Eisen braucht, wird es später auf jeden Fall noch angezapft. Ein Stückchen weiter habe ich auch noch eine Kriegsaxt bekommen, die erstmal meinen Scheibenschwert ersetzt hat. Aber dann war es auch wieder an der Zeit, zurück in die Basis zu gucken. Dort angekommen habe ich erstmal die ganzen Erze in den Ofen gestopft, hier nochmal schnell ein paar Bohrer hergestellt und diese dann gleich schon mal am Eisenerzvorkommen angeschlossen. Mit den ganzen Ressourcen, die mir jetzt zur Verfügung standen, konnte ich nochmal einige Sachen upgraden. Als erstes stellte ich mir eine Kreissäge her, die für mich Bretter produziert, damit ich mir aus denen später eine Schmuckwerkbank machen kann. Dann baute ich noch einen Eisenarmboss, der mir Zugang zur kompletten Eisenrüstung gab, wo ich dann auch endlich mal gemerkt habe, dass ich gar keine Bummelkuckerplatten für die brauche, sondern einfach nur Faser. Nachdem ich mir dann also die komplette Eisenrüstung hergestellt hatte, habe ich auch nochmal meine Schaufel und Feldhacke geupgradet und mir eine bessere Angel hergestellt. Und da der nächste Bosskampf auch immer näher rückte, habe ich mich auch gleich mal wieder dran gesetzt, neue Foodbars zu kochen. Und da wir Zugang zu einem Eimer und auch zu dem Säurewasser hatten, habe ich mir gleich mal welches in die Basis geholt. So konnte ich ganz in Ruhe und vor allem in Sicherheit in meiner Basis angeln. Mein Ziel war es eigentlich, einmal Pial zu angeln, der einen Livestream bei den Nahkampftreffern gibt. Aber ich konnte einfach keinen bekommen. Nachdem ich dann 30 Minuten lang vergeblich geangelt hatte, habe ich es noch einfach aufgegeben und mich erstmal um meine Accessoires gekümmert. Da ich für den Boss nochmal auf Nahkampf gehen wollte, habe ich mir die Goldkristallkette hergestellt und den Goldring gegen einen rostigen Ring ausgetauscht, den ich vorher im Säurewasser geangelt hatte. Da geht einem nochmal plus 7 Rüstung. Danach habe ich mir nochmal ein paar Foodbars und Tränke hergestellt und es doch noch ein letztes Mal versucht, den Vampiral zu fangen. Ich wollte nicht so schnell aufgeben und dachte, eventuell hilft es ja, die Köder auszutauschen. Aber weitere 20 Minuten später habe ich dann wirklich aufgegeben. Ich konnte ihn einfach nicht zum Anbeißen bekommen. Also habe ich mich einfach noch etwas weiter auf den nächsten Bossgegner vorbereitet. Das Vorbereiten hat viel zu lange gedauert. Ich habe jetzt bis Level, ja, fast 21 geangelt. Habe keinen einzigen Vampir-Aal gekriegt. Das heißt, wir müssen im nächsten Kampf leider auf Lifesteal verzichten. Aber ich denke mal, wir sind trotzdem so gut ausgerüstet wie noch nie. Wir haben unsere goldene Herzbeere verwendet, um uns das Gutes herzustellen, was uns Rüstung und Nahkampfschaden gibt. Dann haben wir noch einen ganzen Haufen weitere Buffs plus Tränke. Ich denke, der Kampf sollte kein Problem werden. Aber auch ohne den Vampir-Aal war ich sehr gut ausgerüstet. Ich hatte nicht nur gute Foodbars, sondern auch einen Plan. Denn der Bossgegner kann du auf zwei Arten angreifen. Einmal schießt er einen langsamen Säurestrahl. Den kann man nicht nur super einfach ausweichen, sondern ich habe durch die Blasenfische auch noch Immunität gegen Säureschaden und Verlangsamung durch Schleim. Das heißt, der Angriff ist für mich komplett ungefährlich. Die zweite Möglichkeit für den Boss Schaden zu machen, ist es, kleine Larvenmonster zu beschwören. Das dauert allerdings etwas, bis die da sind, da der Boss nicht sofort die Monster beschwört, sondern erstmal einen kleinen Kokon, der dann auch noch langsam heranwachsen muss. Also muss ich den Boss einfach nur töten, bevor er überhaupt dazu kommt, sich eine richtige Armee herauf zu beschwören. Und dafür habe ich mir alles an Buffs eingepackt, die irgendwie meine Nahkampfschaden erhöhen, damit ich einfach so schnell bursten kann, wie es geht. Zumindest ist so der Plan. Ich hoffe mal, das klappt auch so. Auf dem Weg zum Boss habe ich dann sogar noch das Larvengewand gefunden, das mir dabei hilft, die effizienten Wände abzubauen. Das hilft mir also schon mal enorm dabei, die Arena besser vorzubereiten. Beim Bossgegner angekommen, habe ich erstmal die ganzen kleinen Larven besiegt und dann auch gleich mit dem Ausbau der Arena gestartet. Als das erledigt war, habe ich mir einen Foodboss in die Hotbar gezogen und einen weiteren Talentpunkt bei meinem Haustier verteilt, das auf dem Weg hier nochmal ein weiteres Level bekommen hat. Passend zum Bosskampf konnten wir ihm den Skill Dominanz beweisen beibringen, da den Schaden gegen Boss nochmal um 50% erhöht. Wir waren also perfekt ausgerüstet und vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass der Plan noch wirklich so funktioniert. Nachdem ich meine ganzen Buffs und Tränke konsumiert hatte, griff ich also die Nestmutter an und startete somit den dritten Bosskampf unserer Challenge. Und alles lief genau nach Plan. Die Säurestrahlen waren komplett ungefährlich. Und zum Zeitpunkt, wo der erste Kokon aufplatzte, war der Bossgegner schon zur Hälfte tot. Es lief also alles genau nach Plan. Und dank dem breiten Schlag der Axt konnten wir auch alle beschworenen Larven einfach besiegen. Aber bevor der Bossgegner überhaupt die nächste Monster beschwören konnte, war er auch schon tot. Ach, okay. Ich war wieder viel zu viel vorbereitet. Ich habe nicht mal Schaden genommen. Na gut. Aber immerhin haben wir damit den dritten Bossgegner und können jetzt die große Mauer runterfahren lassen. Wirklich was Brauchbares gedroppt hat die aber nicht. Auch wenn wir durch den Kampf keine guten neuen Items bekommen haben, konnten wir jetzt immerhin das Herz der Nestmutter zum Kern bringen. Dort angekommen, habe ich das Artefakt in den vorhergesehenen Sockel gepackt
und somit die Energiequelle des Kerns wieder aktiviert. Jetzt, wo der Kern wieder aktiv war, konnte man sich auch mit ihm unterhalten. Und wie jeder gute Gamer habe ich meine Laptops durch den Tisch gespammt, um den Dialog seiner traurigen Backstory schneller skippen zu können. Als Dankeschön für meine Aufmerksamkeit habe ich dann die Macht bekommen, die große Mauer zu zerstören und den Auftrag erhalten, die drei Titanen zu töten, die hinter der Mauer ihr Unwesen treiben. Bevor ich mich jetzt aber um diese dringende Angelegenheit kümmere, muss ich erstmal meine Basis renovieren. Das Kistenchaos geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Also habe ich die nächste Stunde erstmal damit verbracht, hier ein bisschen Ordnung in die Bude zu bekommen. Da mir beim Bauen aber auch relativ schnell das Holz ausgegangen ist, habe ich schon mal die Mauer beseitigt, um hinter auf den freien Flächen das ganze Holz abbauen zu können. Ich bin dann hinter der Mauer sogar gleich auf das Arceus-Biom gestoßen, das sowieso unser nächstes Ziel ist. Na, perfekt. Gleich das richtige Biom gefunden. Aber ich brauche erstmal nur Holz. Während ich also dabei war, jede einzelne Wurzel abzubauen, die ich finden konnte, habe ich sogar schon gleich den ersten Blütenverdring aus einer dieser großen Pflanzen bekommen. Wenn ich diesen Ring ausrüste, habe ich eine 22%ige Chance, die doppelte Menge an Pflanzen zu bekommen, wenn ich mein Feld ernte, was mir in Zukunft noch einiges an Zeit ersparen wird. Aber ungefähr ein Stack Holz später war es dann auch wieder an der Zeit zurückzugehen und den Bau fortzusetzen. Und nachdem ich dann im Wiesenbiom einfach mal ein paar Wände gezogen und ein paar Fliesen verlegt hatte, gefiel mir das Ergebnis eigentlich auch schon recht gut. Ich habe dann auch nochmal das Feld ausgebaut, da sich die Pflanzen schon langsam echt stark vermehrt haben, alle Werkbänke ordentlich zusammengestellt und mit Truhen verbunden, damit ich auf die Band Craft direkt zugreifen kann. Dann habe ich auch direkt am Eingang ein kleines Lager gebaut, wo alle Sachen direkt verstaut werden können, wenn ich von irgendeiner Erkundung wiederkomme. Und sogar die NPCs haben alle ihr eigenes Zimmer bekommen. Außerdem habe ich während des Holzfarms sogar schon genug Scarlet bekommen, um mir die Scarlet-Werkbank und Spitzhacke herzustellen. Das sollte das Erzfarmen im Arceus-Biom also schon mal um einiges beschleunigen. Bevor ich jetzt überhaupt ins Arceus-Biom sprinte, wollte ich erstmal nochmal ein großes Gold und ein großes Scarlet-Vorkommen mit Boran versehen. Und dafür brauchte ich noch etwas Sinn. Oh, wir haben schon wieder weit über 100 Erze. Sehr gut. 144 Stück. Das reicht für ein paar weitere Bohrer, würde ich sagen. Und das würde ich auch sagen. Also bin ich mit dem ganzen Silber in die Basis gedackelt, habe es in die Öfen gestopft und mir daraus wieder ein paar neue Bohrer hergestellt und die dann auch gleich an die eben genannten Erzequellen verteilt. Danach war es aber an der Zeit, etwas das Arceus-Biom zu erkunden. Mein Plan war es, auf der 600er Linie zu laufen, dort nach Scarlet zu suchen und hoffentlich nebenbei gleich auf das Nest von Arceus zu stoßen. Aber als ich mich so durch die Wände buddelte, fand ich erstmal etwas anderes. Oh, hier gab es glaube ich diesen Ring zum Ausbuddeln. Der war glaube ich nicht schlecht. Ich meine, war irgendwie Regeneration gegeben oder so. Ja, Gottingmutterring. 1,6 Gesundheit für jede Sekunde. Ein bisschen Regeneration kann eigentlich nicht schaden. Tausche mal aus gegen den Larvenring. Und da es jetzt in der Challenge alles reibungslos lief, bin ich etwas unvorsichtig geworden und es gab die erste etwas knappe Situation. Als ich einfach in eine Gruppe von Gegnern reingelaufen bin, wurde ich dort von einer Schlingpflanze gestunt, die sich hinter einem hohen Grasbusch versteckt hatte. Es ging zum Glück nochmal alles gut, aber sowas darf man sich mit nur einem einzigen Leben eigentlich nicht erlauben. Wieder etwas vorsichtiger ging es dann weiter mit dem Kampf, wo ich dann auch mal einen zweiten Blütenbadring bekommen habe. Den habe ich natürlich auch gleich sehr dankend ausgerüstet. Ein Stückchen weiter habe ich dann sogar noch den Angler-NPC gefunden. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass der einfach so auf der Karte spawnen kann. Also habe ich alle seine Sachen geklaut und sein Haus zerstört, bevor ich mich dann wieder auf den Weg gemacht habe. Und als ich mich noch weiter durch die Wand grub und rechts und links immer das Scarlet mitnahm, fand ich irgendwann sogar wirklich das Nest von Arceus. Somit können wir uns den Scanner schon mal sparen. Oh, das sieht gut aus, glaube ich, oder? Ah ja, nice, endlich. Ich habe dann auch direkt schon mal damit angefangen, alles für den Bosskampf vorzubereiten. Ich habe alle störenden Wände abgebaut und die Schlucht mit Brücken aufgefüllt, bis dann am Ende alles so aussah. Da ich mittlerweile aber auch schon genug Scarlet gesammelt hatte, entschied ich mich dazu, von der Arena aus einen geraden Weg nach unten zu bauen, um dann später hier wieder schneller hinkommen zu können. Allerdings wurde ich zwischendurch nochmal etwas aufgehalten. Wie ist hier noch ein Stück der Vault, oder? Ist das ein Bug? Oder haben wir das nochmal neu hinzugefügt, um neue Gebiete zu schützen? Fürs Kristallbiom oder so? Nee, hä? Die Mauer ist aber wieder da. Na gut, dann ist es nochmal weg. Das war zwar etwas merkwürdig, aber danach bin ich im Herrn problemlos zu Hause angekommen und habe erstmal alle Erze auf die Öfen verteilt. Da das Durchschmelzen von so vielen Erzen etwas dauert, habe ich in der Zeit mal wieder das Feld erweitert. Aber auch dabei wurde ich wieder von etwas unterbrochen, das mir vorher noch nie passiert ist. Oh, okay. Also, ich muss das mich runterstellen. Oh, 7 Schaden. Ja, jetzt habe ich meine Antwort, woher die Steine kommen. Ich hoffe mal, das kann nicht an der Basis passieren. Wäre ein bisschen ärgerlich, wenn die alles kaputt machen. War ich ziemlich dumm, wenn ich da gestorben wäre durch einen Stein, dann hätte ich einfach die ganze Fortschritt verloren. Ja, sich unter einen fallenden Stein zu stellen, ohne zu wissen, wie viel Schaden das macht oder was generell passiert, war wirklich nicht allzu schlau. Zum Glück ist nicht allzu viel passiert. In der Zeit ist aber auch schon das erste Skalit durchgeschmolzen und ich konnte mir schon mal den Amboss, den Destilliertisch und den besseren Rucksack herstellen. Mir hat das Scarlet aber leider noch nicht gereicht. Also schalte ich noch etwas an der Basis rum
und hatte mir schon mal überlegt, wie ich am besten gegen Arceus kämpfen kann, während nebenbei noch das weitere Erzdurchschmolz. Mein Plan war es diesmal, von Nahkampf auf Fernkampf zu wechseln. Denn jetzt, wo wir Zugang zum Arceus-Biom haben, können wir auch in das Schimmelbiom gehen. Und dort gibt es eine Fernkampfwaffe namens Blasrohr. Und das Gute an der Waffe ist, dass sie getroffenen Gegnern den Gift-Debuff verleiht, das deren Heilung um 75% reduziert. Das alleine ist in den meisten Fällen zwar etwas unnötig, aber im Fall vom Arceus echt stark. Denn während des Bosskampfes wird Arceus immer wieder blaue Kristalle spawnen, die ihn durchgehend heilen. Und normalerweise muss man dann immer aufhören, den Bossgegner anzugreifen und dann stattdessen die Kristalle mit der Spitzhacke abbauen. Und das frisst im Kampf natürlich immer viel Zeit. Und das möchte ich mir eigentlich nicht erlauben. Denn je länger der Kampf geht, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass ich irgendwann einfach sterbe. Aber sollte Arceus den Gift-Debuff haben, kann ich die Kristalle einfach ignorieren und kann in der Zeit, wo ich normalerweise die Kristalle abbauen würde, einfach weiter Schaden machen. Zumindest so der Plan. Ob das so funktioniert, werden wir wohl leider erst im Bosskampf erfahren. Aber mittlerweile war auch endlich mal alles durchgeschmolzen und ich habe mir nochmal die neue Laterne, alle Ausrüstungsgegenstände und die Rüstung hergestellt. Okay, ich denke, wir sind gut ausgerüstet. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Schimmelbiom und holen uns die ganzen Sachen zusammen, die wir brauchen. Das wird wohl auch nochmal etwas dauern, denn wir brauchen aus dem Schimmelbiom nicht nur das Blasrohr, sondern auch noch eine Eimer mit Schimmelwasser für die Basis, 50 Schimmelböden und nochmal 50 Profungssamen für das Feld. Im Schimmelbiom angekommen, habe ich dann erstmal etwas den Eingang geklärt und mich dann ans Angeln gesetzt. Im Schimmelwasser kann man nicht einen Fisch fangen, der eine Immunität gegen die Schimmelinfektion gibt, die einen normalerweise durchgehend in diesem Biom stark verlangsamt. Das Angeln hat natürlich wieder Ewigkeiten gedauert, da ich einfach nicht den richtigen Fisch an den Haken bekommen habe. Ich bin sogar zwischendurch mal fast gestorben, da mich eins der Schimmelmods überrascht hatte, als ich gerade keine Rüstung an hatte. Oh. Oh Gott, das war knapp. Aber auch nur 20 Minuten später hatte ich endlich mal den zweiten Fäulnisfisch und konnte mir jetzt endlich mein Essen kochen. Mit dem erhöhten Nahkampfschaden und Schimmelimmunität konnte ich jetzt auch endlich den Dungeon erkunden. Das hat auch alles super geklappt. Ich habe ordentlich Schaden gemacht und konnte mich schnell bewegen. Das Problem war nur, dass der Dungeon schon nach ein paar Blöcken in einer Sackgasse geendet hat. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir meinen Fisch für den noch etwas aufgespart. Jetzt stehe ich hier mit meinem Buff, der nur 5 Minuten hält und ich habe keine Ahnung, in welche Richtung der nächste Eingang ist. Also bin ich auf gut Glück einfach mal nach links gelaufen. Ich habe dort zwar relativ schnell den nächsten Eingang gefunden, aber mein Buff war bis dahin leider schon fast zu 3/4 abgelaufen. Und da ich mich unter den Zeitdruck noch etwas beeilen wollte, wäre ich fast schon wieder gestorben. Oh nein, oh nein. Okay, parieren funktioniert bei diesen Dingern nicht. Gut, dass wir das jetzt schon rausgefunden haben. Man kann zwar den Schaden blocken, man wird aber trotzdem gestunt. Etwas unfair, aber jetzt wissen wir es immerhin. Und etwas weiter im Dungeon habe ich dann noch eine Tür gefunden. Hier war einfach so eine verschlossene Tür im Dungeon drin, die man mit einer Leuchtstrippe aufmachen kann. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so gewollt war, aber ich konnte mich einfach um die Tür herumbauen. Und da habe ich dann einfach die Struktur mit der giftigen Sichel gefunden. Oha. Hier ist irgendwie die Sichel drin, oder nicht? Ja. Ist natürlich sehr stark. Ich denke, dann können wir das Schwert austauschen. Die macht mehr Schaden, greift schneller an und hat bessere Buffs. Sehr gut. Die Sichel war ein starkes Upgrade für unseren Nahkampfschaden und ich habe mich auch darauf gefreut, die mal zu testen, da ich die noch nie vorher benutzt hatte. Leider war kurz danach wieder eine Sackgasse. Diesmal aber immerhin mit einer Tour. Es war zwar leider kein Blasrohr drinne, dafür aber einen Rückrufstein. Da muss ich immerhin nachher nicht den ganzen Weg zu Fuß zurücklaufen. Da ich aber durch die Wände noch weitere Räume sehen konnte, wollte ich mich noch einmal etwas von außen um das Gebiet herumbauen und gucken, ob ich noch einen weiteren Eingang finden kann. Und dann auf dem Rückweg hat mir sogar ein Schimmelmonster das Blasrohr gedroppt. Oh, sehr gut. Mehr brauche ich eigentlich nicht, dann brauche ich nur noch ein bisschen Boden. Oh, dann können wir schon zurück nach Hause gehen. Sehr gut, Blasrohr. 140 Fernkampfschaden. Und 60%ige Chance zu vergiften, was unser Ziel ist bei Arceus, damit er sich mit seinen Steinen nicht so viel heilt. Sehr schön. Danach habe ich dann noch ein paar Schimmelbohnen gefarmt und mich dann auf die Suche nach den restlichen Profungussamen gemacht. Davon haben nämlich noch einige gefehlt. Auf der Suche habe ich dann sogar noch die Schimmeladerhalskette gefunden, die nicht nur unseren Fernkampfschaden nochmal um 23% erhöht, sondern uns auch noch dauerhaft Immunität gegen die Schimmelinfektion gibt, wenn wir sie in Kombination mit dem Schimmelring ausrüsten. Und wo wir gerade vom Ring sprechen, der hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Oh, der Schimmelring. Ja, das passt doch perfekt. Wir sind gerade an den Buffs ausgegangen. Aber jetzt habe ich das 2er-Set. Und das gibt mir Immunität gegen Schimmel. Alter, perfektes Timing. Leider haben immer noch 26 weitere Profungussamen gefehlt. Also bin ich im Dungeon immer wieder hin und her gelaufen und habe darauf gewartet, dass wieder neue Gegner spawnen, die dann wiederum die Chance haben, mir diese Samen zu droppen. Jetzt im Nachhinein wäre es auf jeden Fall schlauer gewesen, nach einem kompletten neuen Dungeon zu suchen und einfach dort die Pflanzen abzubauen. Denn so wie ich das gemacht habe, hat das echt lange gedauert. Oh, endlich, dass der letzte dann noch fehlt. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre es auf jeden Fall schneller gewesen, einen neuen Dungeon zu suchen. Egal, wir machen einen Abgang. Schnell bevor er kommt. Okay. Ja, da bist du leider zu spät.
Na gut, dann nichts ab wie nach Hause. Das Inventar aussortieren und dann die neuen Pflanzen anpflanzen. Zurück in der Basis habe ich dann erstmal das Schimmelwasser ausgekippt, das Feld abgeerntet, die neuen Pflanzen angepflanzt und mich um die bessere Ausrüstung für den nächsten Bosskampf gekümmert. Das Einzige, was jetzt noch fehlte, war das glänzende Objekt, das Arceus anlockt. Dafür braucht man allerdings den antiken Hologrammprojektor, den man sich aber easy am Kern für 10 antike Edelsteine und 10 mechanische Teile herstellen kann. Und da ich auch schon alle Ressourcen zum Craften hatte, war das mit dem Beschwörungs-Item auch gar kein Problem und ich habe mich zuversichtlich auf den Weg zum Bossgegner gemacht. Also, let's go. Ich denke, da kann nichts schief gehen. Habe ich auch wirklich alles? Ich denke mal schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ja, hoffen wir es mal. Denn wenn doch etwas schief geht, dann habe ich die letzten 10 Stunden komplett verschwendet. Okay, eigentlich denke ich, das sollten wir schaffen, aber bin trotzdem ein bisschen nervös. Plan ist es, ihn mit dem Blasrohr zu vergiften, damit er sich nicht heilen kann und wir die Steine einfach ignorieren können. Da versuchen wir so schnell zu bürsten, wie es geht. Ich denke und hoffe mal, das sollte klappen. Dann platziere ich den Stein, mache die Sachen da wieder hin, esse meine Boss und schieß drauf. Und somit beginnt unser Kampf gegen den ersten von 3 Titanen. Wie man an der lila Giftwolke um ihn herum erkennen konnte, leidete Arceus auch schon unter dem Gift-Debuff, der seine Heilung einschränkte. Und durch meine hohe Verteidigung hat er mir auch kaum Schaden gemacht. Die 48 Schaden macht uns, das geht noch. Als Arceus dann in den Rage-Mode ging, entschied er sich dazu, gar nichts mehr zu machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das natürlich dankend angenommen und ohne Gnade war er drauf geschossen. Mal sehen, ja, der ist fast tot. Sehr gut. Und das lief auch echt perfekt, obwohl er ein paar Kristalle hatte, die ihn heilten, war mein Damage noch um einiges höher als seine Regeneration. Oh, nur etwas später. So, letzter Balken. Sehr schön. War doch noch einfacher als erwartet. Aber sehr gut, damit haben wir jetzt einige neue Sachen freigeschaltet. Erstens natürlich die Seele. Dann goldene Pflanzen. Den Skill haben wir sogar schon freigeschaltet. Ich habe ihn nur noch nicht gelevelt. Da die noch der Bossgegner gesperrt werden. So, können wir schon mal ein Level reinhauen. Dann wäre es jetzt theoretisch auch erlaubt, hier den Goldschmied-Skill zu bekommen. Für polierte Accessoires. Und beim Kochen den Meisterkoch-Skill für episches Essen. Sehr gut, dann haben wir auch noch die Seele bekommen von Arceus. Die lasse ich diesmal auch an. Ich meine, wir sind sowieso kommen in der Basis und jedes Stückchen Schaden im Kampf kann wirklich gut helfen. Mal sehen, irgendwas Sinnvolles? Nicht wirklich. Nicht mal die Dash-Feder. Obwohl, der Himmelsring kann ganz brauchbar sein. Und den Köderhaufen für den NPC nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Aber wir haben jetzt natürlich auch das Zanken-Sibium freigeschaltet. Da können wir auch nochmal einiges farmen gehen. Naja, noch ist das Zanken-Sibium nicht ganz freigeschaltet. Da war ich etwas übermütig. Ich muss vorher immer noch 2 weitere Bosse besiegen. Aber das ist mir dann zum Glück auf dem Rückweg auch wieder eingefallen. Wieder an der Basis angekommen, habe ich erstmal das Item für den Angler NPC an einen leeren Raum geklatscht, damit er schon mal einziehen kann, um mir die besseren Köder zum Angeln zu verkaufen. Und da ich ohnehin eigentlich schon perfekt ausgerüstet war, wollte ich mich auch schon gleich mit Ivy anlegen. Ich aber keinen Plan hatte, wo sich da gerade rumtrieb, wollte ich mir schnell mal den Scanner herstellen, doch. Alter, was, der Ivy-Scanner kostet 90 Giftschleim? Uff. Ich kann mir zwar auch am Destilliertisch einen Giftschleim aus 10 Giftschleimböen herstellen, doch ich hatte leider auch gerade keine 900 Giftböen einfach so rumliegen. Wer hätte es gedacht? Also, wieder zurück ins Arceus-Biom, um in einer Entfernung von ungefähr 900 Blöcken nach Giftschleim zu suchen. Mal sehen, was wir zuerst finden. 90 Giftschleim oder Ivy? Und nach einer ganzen Menge herumgelaufen, ein paar Tierschlachtungen. Ich schnapp mir hier mal die Tiere weg. Das war ein bisschen fies, aber ich glaube, wenn man das Fleisch kocht, gibt es einen ganz guten Buff. Und 40 Minuten später habe ich mich mit 90 Giftschleim wieder auf den Rückweg zur Basis gemacht. Ja gut, jetzt ist ein Schimmelbiom im Weg. Aber ich sehe gerade auch, ich habe schon mehr als genug Schleim. Das heißt, wir können es sehen. Den Scanner problemlos leisten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal zurück. Wir haben auch wieder ordentlich viele Samen bekommen. Das ist echt krank. Ich habe nur leider keine Rückrufsteine dabei. Das heißt, ich muss hier nochmal laufen. Das ist schon ein ordentliches Stückchen. Na dann mal los. Aber wenn wir sowieso schon einmal hier rumlaufen müssen, können wir auch gleich nochmal bei dem Scarlet, Eisen und Goldverkauf vorbeigucken und alle Erze mitnehmen. In der Basis war dann auch sogar schon das nächste IM-Inkubator fertig. So, mal sehen. Oha! 5-mal Nahkampfschaden. Ja, also den Vogel behalte ich auf jeden Fall. Soll ich die Welt überleben, mit der sich gerade das Recht erarbeitet, mit auf den Server zu dürfen? So. Aber Nahkampfschaden brauchen wir gerade nicht. Der kann erstmal hier in der Box bleiben. Glücklich für meinen neuen Vogel habe ich mich daran gesetzt, nochmal das Feld abzuernten, wo mittlerweile sogar schon die ersten goldenen Pflanzen gewachsen waren. Und mit denen konnte ich mir dann auch endlich mal ein paar vernünftige Foodbars herstellen. Und nachdem dann alles fertig gekocht war, habe ich nur noch den Giftsteinbohnen in den Giftstein umgewandelt und mir den Ivy-Scanner hergestellt. So, mal sehen, wo sich der Gute versteckt. Ja doch, hat sich noch gelohnt, den Scanner herzustellen. Das wäre noch ein ordentliches Stückchen gewesen. Dann mache ich mich mal auf den Weg da hoch. Endlich dort angekommen, habe ich wie immer erstmal die Arena vorbereitet. Nachdem ich dann den ganzen Giftschein abgebaut und alle Monster getötet hatte, war es an der Zeit, die Bast in die Hotbox zu ziehen und sich in den Kampf zu stürzen. Okay, Foodbars sind alle drinnen.
trink noch die Tränke und los geht's. Wenn wir einen relativ großen Kreis auf ihn rumlocken können, ich denke mal, es sollte gut gehen. Das hat aber leider nicht so gut geklappt, da der Kreis etwas zu groß war und Ivy unterwegs das Interesse an mir verloren hatte. Und nachdem er dann wieder an seine Ausgangsposition zurückgeschlurft war, hat er sich auch wieder fast komplett voll geheilt. Danach lief aber alles wie am Schnürchen. So, Hälfte schon geschafft. Ich hab mich mal Schaden gekriegt. Und da ist er gleich weg. Oder auch nicht, ja. Na super. Er hatte sich zwischendurch nochmal etwas geheilt. Das hat ihn aber auch nichts mehr gebracht, denn ein paar Blastwortschüsse später war er dann besiegt. Ja, der Loot war leider wie immer unterirdisch schlecht. Okay, das ist wirklich schlecht. Dann habe ich beides schon auf dem Weg hierher gefunden. Naja. Aber immerhin haben wir eine weitere Kiste für unser Lager und können den nächsten Bossgegner von unserer Liste streichen. Und, wo wir schon mal bei der Liste sind, der nächste Boss ist Mardugas. Gut genug ausgerüstet sind wir schon. Das einzige, was noch fehlt, sind die Kristallschäde Splitter und Foodbars. Und beim Farmen der Pflanzen für das Essen habe ich auch den ersten Skill auf Level 100 bekommen. Sehr gut, gerne Level 100, endlich. Dann haben wir schon mal eine ganz gute Chance auf goldene Pflanzen. So, 15%. Und damit haben wir auch unseren ersten Skill auf Level 100. Das ging ja relativ schnell. Nachdem mal wieder alle Buffs fertig gekocht waren, habe ich mich auf die Suche nach den letzten 6 Kristallschädelsplittern begeben, die noch gefehlt haben. Da ich mittlerweile aber schon ganz gut ausgerüstet war, hat das nicht allzu lange gedauert. Als ich alles hatte, was ich brauchte, bin ich zu Mardugas Arena gegangen und habe mir dort aus den 10 Splittern den Schamanenschädel hergestellt. Normalerweise hätte ich etwas Angst vor Mardugas, da er mit seinem Brandschaden schon echt gefährlich werden kann, aber da ich die letzte Bosse alle so einfach besiegen konnte, habe ich auch hier ein relativ gutes Gefühl. Normalerweise habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor dem ganzen Brandschaden. Wenn ich mir die Damage so angucke, wird das easy. Ja, mal sehen, was die zweite Form sagt. Und die zweite Phase konnte auch nicht wirklich etwas ausrichten. Ja, war bis jetzt der knappeste Kampf, aber ich musste nicht mal einen Heiltrank trinken. Aber damit haben wir jetzt endlich das Zankensibium freigeschaltet. Da gibt es ja nochmal die letzten Pflanzensamen, die wir brauchen. Und auch die nächsten 2 Bossgegner. Oh, und wir haben sogar das Baulederbuch bekommen. Sehr stark. Für Fernkampfschaden. Das stimmt, diesmal kann ich wirklich ins Zankensibium gehen. Vorher hätte ich aber ganz gerne nochmal ein Boot. Das erleichtert das Erkunden auf dem Meer enorm. Also bin ich zurück in die Basis, hab mir die Bootsabwerk hergestellt und auch gleich das erste Boot. Holzbretter hatte ich mir damals ja schon zum Glück genug in die Kreissäge gelegt. Dann habe ich dann die ganzen Erze, die ich von den Bohrern mitgenommen hatte, wieder in neue Bohrer investiert, damit ich gleich ein Lotterienvorkommen in Zankensibium anzapfen kann, wenn ich einen über den Weg laufen sollte. Leider habe ich vergessen, mir einen Ofen herzustellen. Mal sehen, wann mir das auffällt. Aber jetzt war es erstmal an der Zeit aufzubrechen. Okay, wir haben hier unten schon mal das Zankensibium kurz gesehen. Aber ich glaube, wir werden uns hier nochmal so einen geraden Weg nach unten bauen. Ich denke, da sollten wir dann auch drauf stoßen irgendwann. Und einen geraden Weg später bin ich dann schon wieder auf die Mauer gestoßen. Keine Ahnung, warum die immer wieder hier ist. Aber direkt dahinter befand sich immerhin das Meer. Das erste, was ich geplant hatte, war es am Strand lang zu laufen, das ganze Korallenholz abzubauen, mir ein paar Erze aus den Wänden zu fischen und hoffentlich gleich genug für eine Spitzhacke zu bekommen. Und natürlich auch alle Anfassnass und Vampire-Samen mitzunehmen, die ich finden konnte. Für den Garten zu Hause brauchte ich immerhin von beiden noch 50 Samen. Hatte hier auch noch ein bisschen die Hoffnung, am Strand ein großes Erzvorkommen zu finden. Dann hätte ich die Bohrer nicht mit aufs Meer hinausschleppen müssen. Leider war aber das Einzige, was ich am Ende von Strand fand, einfach ein Dungeon. Oh oh, erster Dungeon. Traue ich mich da schon rein oder lieber noch nicht? Mein Inventar ist halt schon komplett bis oben voll. Hier gibt's auch keinen Eingang. Komm später nochmal wieder. Ich suche sowieso gerade noch nach einem Erzvorkommen, was ich anbauen kann. Das würde ich gerne als erstes machen, dann kann er schon mal arbeiten. Also bin ich den ganzen Weg nochmal zurückgelaufen, um die andere Seite des Strandes zu erkunden. Und da hatte ich immerhin etwas mehr Glück, denn ich bin über die Struktur mit dem Schildkrötenpanzer gestolpert. Alter, einfach mal die Schildkröte gefunden. Da können wir uns gleich einen Schildkrötenpanzer abholen, der ist nicht schlecht. 32 Rüstung und 9% weniger Schaden durch Bosse. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Den habe ich natürlich gleich mal mitgenommen, auch wenn ich nicht glaube, dass der mein Schild ersetzen kann. Dafür ist das Schild mit seinem Block einfach viel zu OP. Mehr gab es auf dieser Strandseite leider aber auch nicht. Also, wieder zurück und rauf aufs Meer. Auf den ersten großen Inseln, die ich erkundet hatte, gab es leider auch nichts Interessantes, außer ein paar weitere Pflanzensamen und Erzvorkommen. Bis ich dann irgendwann über einen verschlossenen Raum gestolpert bin, den ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Ah, hier ist wieder so eine Musiktür, die habe ich immer noch nie aufgemacht. Aber das sind doch nur Labyrinthwände hier, oder nicht? Warte, ich habe doch Bohrer dabei, können die nicht abbauen einfach? Ich meine, wenn ich die schon mal dabei habe, kann ich das mal testen. Ja, sieht sehr gut aus. Oder? Ja. Na, dann mal sehen, was da hinter ist. Vielleicht kriegen wir irgendeinen guten Loot. Jo, sehr gut, das wird drin. Labyrinthwand kann wieder weg. Mal sehen, haben wir hier 2 Statuen. Eine lebt sogar. Muss ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, doch hier oben ist noch eine Truhe. Ich dachte, da ist gar nichts drin.
Oha, Minenarbeiterhose. Jetzt schon? Also das ist nicht schlecht. Die rüsten wir hier direkt mal aus und haben ein bisschen mehr Bergbauscharen. Das nehme ich gerne mit. Haben wir hier auch unsere ersten Oktarinenbarren, aber ansonsten nur Müll. Mal testen. Ja, wir bauen die Wände schon ein bisschen schneller ab jetzt. Das war auf jeden Fall cool. Es macht immer wieder Spaß, neue Sachen zu finden, die irgendwann mal mit einem kleinen Update hinzugefügt worden sind. Und dieses Mal hat sich die Truhe sogar gelohnt, denn alles, was den Bergbauscharen erhöht, ist immer sehr gerne gesehen. Genauso wie die rostige Halskette, die ich etwas weiter oben auf der Insel aus einer Holzkiste bekommen habe. Und schon direkt auf der nächsten Insel gab es sogar wieder so eine verschlossene Kammer. Also habe ich mich wieder mit Hilfe der Bohrer durch die Seitenwand gebohrt und mir den ganzen Loot eingesteckt. In der Kiste war diesmal die Anker-Axt drin. Eine starke Nahkampfwaffe, die ich sowieso schon geplant hatte zu benutzen. Aber da ich sie jetzt so gefunden habe, muss ich immer nicht mehr Ewigkeiten durch die Dungeons gurken und hoffen, dass ich sie dort aus irgendeiner Truhe bekomme. Außerdem für eine Truhe noch der Mörser. Brauche ich das Teil? Eigentlich nicht. Ich meine, da kann eigentlich sowieso fast keine Wand abbauen. Und ich bringe mich mit dem Ding nachher nur noch selber um. Ich glaube, ich lasse es hier einfach drinnen liegen. Aber die Anker-Axt ist sehr gut. Immer noch auf der Suche nach einem großen Erz gekommen, bin ich dann nochmal auf eine kleine Fischeinsel gestoßen. Aber weder in die Truhen noch in den Fischernetzen war irgendetwas Brauchbares drin. So, was ja für Glück haben, und ich ein paar gute Fische bekommen. Ja, Goldfall könnte man mitnehmen. Seegrundsuche brauchen wir nicht unbedingt. Und weißen Korallottel auch nicht. Problem ist, mein Inventar ist halt schon seit Ewigkeiten voll. Ich kann nicht mehr wirklich was tragen. Eine Insel weiter habe ich dann aber nicht nur das antike Schiff mit dem Ozeananhänger gefunden, sondern auch endlich mal das erste Oktarinenvorkommen. Auch wenn das mittlerweile eigentlich schon etwas zu spät war. Ich hätte auf dem Weg hierher schon selber fast über 500 Erz abgebaut. Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass ich noch mehr Oktarinenerz brauchen werde, aber da ich schon mal hier war, habe ich es trotzdem gleich mal mit angeschlossen. Sicher ist sicher. Und dabei ist mir sogar eine Sache aufgefallen. Ach nee. Habe ich denn jetzt ernsthaft keinen Ofen mitgenommen? Egal, Hauptsache wir kriegen ein bisschen Erze dazu. Ja, habe ich halt wirklich früh gemerkt. Da ich aber schon 50 von beiden Pflanzen zusammen hatte, habe ich mir noch schnell 100 Strandsand abgebaut und bin dann endlich mal wieder zurück in die Basis gegangen. So, wir haben endlich alles, was wir haben wollten. Ab nach Hause. In der Basis angekommen, habe ich erstmal das Inventar ausgeleert, die Erze auf die Öfen verteilt und dann mal damit angefangen, das Feld etwas ordentlich zu bauen. Da ich ja mittlerweile schon Level 100 im Gardening war, brauchte ich auch nicht mehr so viele Pflanzen. Ich habe also erstmal alle alten Pflanzen abgerissen und dann 8 50 Block große Felder gebaut. Somit hatte ich dann am Ende für jede Pflanze ein eigenes Feld, was sogar noch automatisch bewässert wird. Sehr praktisch. Das wird mir in Zukunft auf jeden Fall noch ordentlich Zeit sparen. Mittlerweile war auch schon genug Oktarinen durchgeschmolzen, um mir einige neue Sachen herzustellen. Angefangen mit der Oktarinenwerkbank, die mir wiederum Zugriff zu der fortgeschrittenen Schmuckwerkbank, den Oktarinenamboss, der Oktarinentasche sowie die Oktarinenspitzhacke und Angel gab. Im Oktarinenamboss habe ich mir dann noch die komplette Oktarinenrüstung hergestellt und auch endlich mal das billige Holzschild durch das viel stärkere Oktarinenschild ersetzt. Jetzt, wo ich aber Zugang zum Meer und eine neue Angel hatte, war es mal wieder an der Zeit, die Foodbase etwas zu upgraden. Im Meer kann man nämlich einige starke Fische fangen. Ich habe mir also ein ruhiges Plätzchen am Meer gesucht und gleich mal mit dem Angeln angefangen. Nur um dann nach einiger Zeit wieder feststellen zu müssen, dass ich den Fisch, den ich am meisten haben wollte, wieder nicht an die Angel bekommen konnte. Ich habe das Gefühl, dass mein Angellevel noch zu niedrig ist. Aber wir haben 422 eigentlich. Ich weiß nicht genau, warum ich die Fische nicht angeln kann. Ich bin eigentlich auf der Suche nach diesem Korallottel. Ich habe keinen Bock, mir jetzt die Angelrüstung noch zusammen zu angeln, aber muss wohl. Dafür brauche ich erstmal einen Automaten. Würde ich sagen, laufe ich mal ganz kurz in... Oha, das war knapp. Ach, scheiße. Ist wieder ordentlich was gespawnt beim Angeln. Ich würde mal sagen, ich gehe mal kurz hier so in den Dungeon rein und schalte mir da so einen Automaten weg für die Glücksringe. Und dann angle ich nach der Anglerrüstung. Zumindest nach einem Teil davon. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin an der Festung angekommen, habe mir da kurz einen Verkaufsautomaten herausgepickt, den zu Hause hingestellt und zwei Glücksringe gekauft. Danach habe ich dann noch schnell ein paar leuchtende Köder hergestellt, um die Chance auf Items doch etwas weiter zu erhöhen, und habe mich dann mal wieder ans Angeln gesetzt. Als erstes habe ich mir die Schwimmflossen aus dem normalen Wasser geangelt, danach den Seetangmantel aus dem Schimmelwasser, dann waren die Goldfischringe aus dem Steinbiom dran, wobei ich beim Angeln sogar noch kurz in meinen Hinterhalt geraten bin. Was ist das denn hier? Das war knapp. Hätten mich alle ohne Rüstung erwischt, dann hätte das da hinten losgehen können. Nachdem ich das aber nochmal überlebt hatte, habe ich noch die zwei Ringe geangelt und bin dann weiter ins Meeresbiom gegangen, wo ich mir noch das letzte Teil der Anglerausrüstung geangelt habe. Ah, nice. Endlich der Taucherhelm. Damit habe ich die komplette Anglerausrüstung endlich mal. Ich würde sagen, nächstes Mal, falls wir das normal machen sollten, fügen wir die Regel ein, dass ich mir die Anglerausrüstung mit rübernehmen darf. In die neue Welt. Die haben wir jetzt hier einmal zusammengefarmt. Und das ist einfach eine Zeitverschwendung, die jedes Mal wieder neu zu angeln. So, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt genug Angelkraft habe, um endlich mal einen pinken Korallottel zu fangen. Mittlerweile auch Angel Level 55, kann man auch nochmal ein bisschen was verteilen. Jetzt, wo ich also genug Angelkraft hatte, habe ich mir erstmal einen guten Vorrat an Fischen dran geangelt. So, jetzt habe ich erstmal genug geangelt. Ich denke, das sollten genug Fische für den restlichen Run sein. Dann geht's wieder ab nach Hause. In der Basis angekommen, habe ich die Küche nochmal etwas erweitert, da die alte langsam etwas zu klein wurde.
und mit einer großen Kiste für die ganzen guten Foodbars hatte ich auch eine bessere Übersicht über meinen Vorrat. Während ich aber noch am Sortieren und Kochen war, ist mir aufgefallen, dass mir die Muscheln für den Omaros-Scanner irgendwie abhanden gekommen sind. Keine Ahnung, wohin die verschwunden sind. Also habe ich die Gelegenheit gleich mal genutzt und bin ins Sankensibium gegangen, um mir 20 neue Muscheln zu besorgen, solange das ganze Essen sowieso noch am Kochen war. Während ich mich so durch die ganzen Inseln kämpfte, ist dann immerhin Yorkliff auch mal auf Level 10 gestiegen. Nicht, dass der bis jetzt überhaupt irgendetwas gebracht hätte, aber egal. Denn jedes Mal, wenn ich seine Hilfe dringend gebrauchen konnte, hing er an irgendeiner Ecke fest. Und sein Damage ist jetzt, naja, auch nicht gerade beeindruckend. Die restlichen Muscheln waren immerhin relativ schnell und einfach zu finden. Also habe ich mir gleich den Scanner hergestellt und danach noch die Öfen ausgeleert. Da ich dadurch dann auch im Kochen endlich mal auf Level 100 gestiegen bin, konnte ich auch endlich mal anfangen, die guten Ressourcen zu verkochen. Denn mit Level 100 habe ich jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit auf episches Essen. Und das lohnt sich schon. Und damit haben wir unseren zweiten Skill auch auf Level 100. Gehen wir hier auf die letzte Stufe vom Meisterkoch und ja, gehen dann nochmal auf 20% mehr Schaden. Das kann ja nicht schaden, so kurz vor dem Bossgegner. Das stimmt. Und was auch nicht schaden kann, ist, dass die ganzen starken Foodbars fertig sind. Mit der Aufstellung an Foodbars kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Damit boosten wir alle unsere Stats um ein ordentliches Stückchen nach oben. Das Gute ist, dass das eigentlich auch die finalen Sachen sind. Nur das Zielfleisch, der Silberpfeil und das goldene Larvenfleisch werden noch durch Fische aus der Wüste ersetzt. Dafür müssen wir diese aber auch erstmal freischalten. Also würde ich sagen, machen wir uns mal langsam auf den Weg. Scanner-Köder habe ich ja schon. Dann aktivieren wir mal den Scanner. Wo versteckt sich der Gute? Boah, der ist schon ein ordentliches Stückchen entfernt. Auf dem Weg zur Oberfläche habe ich dann auch nochmal alles am Blaustein mitgenommen, was ich finden konnte, damit ich mir dann auch bald mal den Morpher-Scanner craften kann. Der braucht nämlich 90 Blauschleim. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade mal 59. Nebenbei habe ich dann auch noch ein paar Truhen gefunden, aber den meisten waren nichts Brauchbares drin. Irgendwas haben wir hier auch gefunden. Sieht irgendwie besonders aus. Gibt es irgendwas in der Mitte? Ja, eine Truhe. Mit? Oh ja, Korallenamulett und Korallenring. Gibt jetzt Bootsfahrgeschwindigkeit. Ich meine, ist nicht schlecht, aber brauchen wir nicht wirklich. Ich glaube, das lassen wir alles liegen. Aber das sieht mir aus wie Omarovs Insel, denke ich mal. Ja. Hier werden wir kämpfen, aber erstmal wird ein bisschen Boden verlegt. Ich finde es nämlich einfacher, Omarov am Land zu bekämpfen, anstatt da irgendwie umständlich mit dem Boot herumzugurken. Wenn man selber läuft, hat man auch einfach bessere Mobilität und kann vor allem das Schild benutzen. Das funktioniert im Boot nämlich nicht. Also habe ich erstmal das ganze Wasser mit meinen Holzbrücken zugekleistert. So, 1000 Bodenplattformen später haben wir hier auch alles eingemauert und sind somit eigentlich bereit für den Kampf. Okay, bin ein bisschen nervös. Mal sehen, wie es läuft. Ich würde sagen, ich hau mir jetzt erstmal alle Buffs rein. Dann angeln wir schnell. Wechseln wieder unsere Klasse, nehmen das Boot sicherheitshalber mit in die Hotbar, trinken alle Tränke einmal und hauen einfach drauf. Und somit startete mein Kampf gegen den vorletzten Titan dieser Challenge. Als ich damals zum allerersten Mal gegen Omarov gekämpft hatte, hat er mir ziemlich große Schwierigkeiten bereitet. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. Aber mittlerweile habe ich ja schon öfters gegen ihn gekämpft und kenne sein Angriffsmuster. Zudem habe ich auch noch haufenweise starke Foodbars dabei, die ich damals noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und mein Damage sah wirklich nicht schlecht aus. Konstante 1200 Schaden und bei Crits sogar manchmal 3000 Schaden. Seine Lebensleistung ist auf jeden Fall ziemlich schnell gesunken. Komm, die letzten Schüsse. Ach ja, das war so viel einfacher, als ich erwartet hatte. Ah, uff. Wie konnte ich den damals nicht schaffen, ey? In der Truhe war für mich gerade nichts Brauchbares drinne. Aber die Seele, die ich nach dem Kampf erhalten habe, ist meiner Meinung nach die beste im ganzen Spiel. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner mit Fernkampfangriffen treffe, gibt es eine dreiprozentige Chance, dass ein Wirbelsturm gespawnt wird, der alle Gegner in der Nähe anzieht, sie festhält und auch noch Schaden macht. Ich meine, was war mehr? Und je nach Waffe macht der Wirbelsturm auch ordentlich viel Schaden. Das wird uns in Zukunft auf jeden Fall noch gut im Kampf helfen. Da ich aber leider auf dem Weg her noch nicht genug Schleim für den nächsten Boss-Scanner gefunden hatte, habe ich mich auf den Rückweg nochmal umgeguckt und mir den letzten noch benötigten Blauschleim zusammengesammelt. So, ich musste zwar hier im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Ende des Meeres fahren, aber ich habe genug Schleim für den Scanner. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Abgang, füllen unsere Foodbars nochmal nach und begeben uns dann mal auf den Weg zu Morpher. In der Basis habe ich dann auch gleich den Schleimboden in normalen Schleim umgewandelt, werden den Scanner hergestellt, ihn benutzt und mir weiteres Essen aus der Küste genommen. Danach habe ich dann noch den Chrom-Mischungsstein für den Eventboss geschnappt und mich dann auch wieder direkt auf den Weg ins Meer gemacht. Nachdem ich dann Ewigkeiten mit dem langsamen Boot übers Meer gedackelt bin, konnte ich auch endlich mal an Morphers Insel anlegen. Wie immer habe ich mich dann erstmal um die Arena gekümmert, was beim Morpher allerdings etwas gruseliger war, da er schon vor dem Kampf durchgehend Blasen verschossen hat. Oh Gott. Aua, 320 Schaden, geht noch. Ich sehe schon, komm, gleich stürzt die Welt wieder ab wegen den ganzen Blubberblasen. Die Blasen haben zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber war trotzdem ordentlich beim Bauen genervt. Aber Morpher hat sich dann netterweise noch dazu entschieden, mir etwas beim Abbauen zu helfen. Oh nein. Auf Anfang wollte ich noch nicht. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Arena bauen.
Dann kann ich hier schon mal ein bisschen Platz machen für mich. Wobei er sogar fast gestorben ist. Aber als er fast tot war, hat er sich dann doch lieber erstmal wieder dazu entschieden, sich zurückzuziehen. Also, habt die restliche Arena noch schnell etwas sicherer gemacht und dann die ganzen Foodbuffs reingezogen. Ich meine, der ist ja schon fast ohne jeden Foodbuff gestorben. Und mit den ganzen Extraschaden, den ich jetzt noch mache, sollte der Kampf ja wohl kein Problem mehr sein. Es lief auch eigentlich alles gut, aber die rutschigen Bewegungen, die man bekommt, wenn man auf den Schleim tritt, in Kombination mit den ganzen Blubberblasen um mich herum, haben mich während des Kampfes doch noch etwas nervös gemacht. Oh, okay. Ist jetzt der stressigste Gegner gewesen. Aber letztendlich war er doch relativ schnell besiegt. Ich habe mir den ganzen Loot geschnappt, dann noch schnell den ganzen Schleim vom Boden entfernt und dann direkt den nächsten Boss beschworen. Solange die ganzen Koopas noch aktiv waren. Und der ist nun wirklich schnell gestorben. Oh, okay. Anscheinend hätte man den Schleimkönig wohl doch ein bisschen früher machen sollen. Würde ich erstmal so spontan behaupten wollen. Du musst aber nächstes Mal nochmal gucken, wo man den am besten einordnet. Naja, Hauptsache er ist weg. Aber damit haben wir jetzt das letzte Gebiet freigeschaltet, die Wüste. Mal sehen, ob da alles klappt. Bevor es jetzt aber los in die Wüste geht, geht es wie immer erstmal noch zurück in die Basis, das Inventar auslernen und mal wieder ein paar Bohrer für neues Erz erstellen. Dann machen wir uns mal auf den Weg in die Wüste, die sehr wahrscheinlich nach rechts raus ist. Also setzen wir einfach mal den Weg, den wir hier schon angefangen haben, einfach weiter fort. Ich bin auch relativ schnell wieder auf die Mauer gestoßen und dann direkt dahinter auf die Wüste. Ich bin dann erstmal wieder am Rand der Wüste langgelaufen, um mir dort das ganze Galaxid aus den Wänden zu holen. Oh, es ist angenehm. Diesmal wird es nicht so lange dauern, Galaxid erst zu sammeln. Dank den Topazring, der rostigen Halskette und die Minenarbeiterhose, die wir gefunden haben, geht das schon echt schnell, hier die Sachen abzubauen. Ich bin allerdings relativ schnell durch die erste Wüstenwand durchgebrochen. Ah, die erste offene Fläche. Deshalb denke ich auch gleich daran, die Käferpanzer mitzunehmen, damit ich mir gleich einen Scanner leisten kann. Beim Erkunden bin ich ja nicht nur auf haufenweise Galaxiderz gestoßen, sondern auch auf den ersten ernstzunehmenden Wüstengegner. Oh mein Gott, machen die Schaden. Im Hardcore wäre ich jetzt tot gewesen, glaube ich. Das muss ich mir gleich merken und nächstes Mal besser aufpassen. Ja, nicht mal 2 Minuten später habe ich den Vorfall wieder komplett vergessen gehabt, da ich mich wieder von ein paar Erzequellen habe ablenken lassen. Oh, da habe ich noch was auf der Karte gesehen. Ja, hier ist ein großes Erz bekommen. Sehr gut. Da schließen wir gleich an. Sogar noch Goldflächen hier. Das war ja klar. Auf dem Server suche ich jahrelang Gold, finde nichts und hier brauche ich mich einmal in die Wand rein und direkt ein großes Vorkommen. Da ich in dieser Welt hier allerdings kein Gold gebrauchen kann, habe ich das einfach ignoriert und nur das Galaxid angeschlossen. Danach gab es nicht mehr viel, das ich noch an der Wüste machen wollte. Ich brauchte nur noch ein paar mehr Erze und Skarabeus-Panzer. Das war aber einfacher gesagt als getan, denn bis ich 40 von den Panzern hatte, habe ich einfach haufenweise Magma-Gebiete gefunden, die ich aber lieber erstmal noch in Ruhe gelassen habe. Ne, ich glaube, die kommen später nochmal wieder. Wir suchen jetzt erstmal weiter Galaxid und Bombkäferpanzer. Dann habe ich auch die Wächterstatuen, die ich damals für meine Basis gesucht habe, einfach so auf der offenen Fläche gefunden. Ich meinte doch, man kann die Dinger auch hier einfach so finden. Ich habe ein Labyrinth mit 1 und 3 Schlüssel zur Königsrüstung gefunden. Oh, ich habe einfach eins dieser Labyrinthe gefunden, wo ein Schlüssel drin ist für die Königsrüstung. Ist mir wieder klar, wenn man nicht nachsucht, findet man es auch. Hat ursächlich ein Kristallspeer ausgegraben und über den Ring des Sandes gestolpert. Wäre fast gestorben. Oh nein. Alter. Das ist immer ultra gefährlich, wenn man in irgendeinem so engen Gang ist. Und von hinten kommen irgendwelche Viecher angelaufen, die irgendwo gespawnt sind. Dann hat man auch eine falsche Rüstung an. Da habe ich gerade auch noch Panik geschoben. Ich habe weder einen Block hinter mir gesetzt, noch die Hotkey für meine Kampfrüstung getroffen. Oh, wie es aussieht, ist hier die Wüste dann auch schon zu Ende. Hab das Ende der Wüste gefunden. Na super. Ich habe weder den Boss gefunden, noch genug von diesen Skarabeus-Flügelpanzern. Gerade mal die Hälfte, die ich brauche. Läuft nicht gut. Und habe einen Wurf durchgedroppt bekommen. Bis ich dann endlich mal den letzten Panzer gefunden hatte. Ah, letzte Bombschale hier. Sehr gut. Suche ich mal kurz nochmal eine sichere Stelle und dann porte ich mich zurück. So, wir haben knapp 300 Galaxiderz und unsere 40 Skarabeus-Flügelpanzer. Damit sollten wir, glaube ich, alles haben, was wir für den ersten Mal brauchen. Und machen direkt mal einen Abgang nach Hause. In der Basis angekommen, habe ich dann erstmal die ganzen Erze aus den Öfen genommen und mir aus den ersten dann direkt wieder weitere Öfen hergestellt. Und solange das ganze Galaxiderz in den Öfen am Schmelzen war, habe ich mir schon mal die Angelausrüstung geschnappt, dann das erste fertige Galaxiderz in eine Angel umgecraftet und bin mit der wieder zurück in die Wüste gegangen, um mir die letzten und besten Fische zu holen. In dem normalen Wüstenwasser kann man nämlich den Torn des Königsfisch fangen, der da das Tierfleisch ersetzen soll. Und da es nur noch 2 weitere Bossgegner gibt, brauche ich zum Glück auch nicht mehr allzu viele von den Angeln. Als ich dann 5 Stück vor denen hatte, bin ich weiter ins Lava-Biom gegangen, habe mir dann schnell einen Eimer voller Lava geholt und ihn dann zurück in die Basis gebracht und ihn dort ausgekippt. Da konnte ich dann in aller Ruhe auf die letzten beiden Fische angeln, die mir noch fehlten. Einmal den Elderdrachenfisch für Crit-Wahrscheinlichkeit und den grünen Drachenfisch für kritischen Schaden. Außerdem geben die beiden Fische nach dem Kochen auch noch Immunität gegen Brandschaden.
was mir beim letzten Boss noch einiges bringen wird. Nachdem ich aber auch von den beiden 5 Stück geangelt hatte, habe ich noch etwas weiter geangelt. Denn mit etwas Glück kann man dann Lava auch noch die Sternennautilus fangen, die einem permanent 100 mehr maximale Gesundheit gibt. Und darauf wollte ich bei den letzten 2 Bossen natürlich auch nicht verzichten. Als ich dann alles geangelt hatte, das ich brauchte, konnte ich damit anfangen, alles in leckeres Essen zu verwandeln. Angefangen mit der sternlichen Nautilus, die ich dann auch gleich für den Lebensbuff gegessen habe. Aber auch alle meine anderen Buffs waren endlich auf dem perfekten Stand. Während des Angels ist auch der Großteil des Galaxies fertig geworden und ich konnte mir alles herstellen, was ich brauchte. Angefangen mal wieder mit den Amboss, gefolgt von der Spitzhacke, den Chakram, dem Schwert und der kompletten Rüstung. Noch war ich aber nicht ganz mit der Ausrüstung zufrieden. Dann würde ich sagen, bevor wir zum nächsten Bossgegner gehen, müssen wir noch eine Sache machen, und zwar den Goldschmied-Skill bekommen. Dafür müssen allerdings noch einige Punkte in Crafting steigen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Viel Holz habe ich nämlich nicht mehr. Du kannst ja schon mal den Ra-Ka-Scanner herstellen. Der dürfte auch ein bisschen Erfahrung geben. Und wenn wir ihn schon mal haben, können wir ihn auch gleich mal benutzen. Ah, perfekt. Da bin ich ja ganz knapp dran vorbeigelaufen. Um im Crafting noch etwas zu steigen, habe ich dann einfach meine ganzen überschüssigen Ressourcen dafür verwendet, mir einfach irgendwas herzustellen. Ich habe mir haufenweise Köder hergestellt und aus allen möglichen Materialien einfach irgendwelche Brücken und Böden. War zwar eine ordentliche Ressourcenverschwendung, aber ich bin so immerhin relativ schnell Level 80 geworden und konnte mir polierte Sachen herstellen. Damit sind wir dann Level 80 geworden und können uns jetzt Goldsachen herstellen, wenn wir Glück haben. Was wir brauchen, sind die polierten Goldspitzenringe. Ich wollte jetzt einfach voll auf Range Damage und Crit Schaden gehen. Also habe ich meine normalen Goldringe durch den polierten Goldspitzring und meine Halskette durch die polierte Kupferhalskette ausgetauscht. Und dann sogar noch das Schild mit dem Blaulederbuch ersetzt. Danach hat eigentlich noch der Erschütterer gefehlt. Über den hatte ich aber auch schon alles in der Truhe liegen. Also konnte es schon direkt losgehen zum Bossgegner. Für mich war es aber mal wieder ein neuer Tag und ich habe beim Starten der Aufnahme eventuell den Timer vergessen. Zu meiner Verteidigung, ich sehe beim Spielen den Timer nicht, okay? Jetzt war aber erstmal der nächste Bossgegner dran. Okay, wir haben den Tempel gefunden. Wie vor jedem Boss habe ich erstmal die Arena etwas vorbereitet. Dass sie ja schon von Anfang an eine recht freie Fläche gibt, brauchte ich eigentlich nicht viel machen, außer die Wände am Rand etwas zu begradigen und ein paar Erdwände zu platzieren, die mich im Notfall vor den Lichtkugeln des Bosses beschützen können. Nachdem das erledigt war, konnte ich eigentlich auch schon losgehen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal den Kampf gegen den letzten Titan, der noch übrig ist. Und auch gegen den vorletzten Boss schon im gesamten Run. Mit all meinem Bass aktiv habe ich den Erschütterer platziert und den vorletzten Bossgegner der Challenge beschworen. Mein Damage war ordentlich hoch und die Lebensleiste des Bossgegners ist schnell gesunken. Doch im Austausch für den ganzen Schaden habe ich einiges an Verteidigung einbüßen müssen. Vor allem, dass ich mein Schild nicht mehr hatte, machte mir besonders Angst. Aber genau dafür habe ich auch die Erdwände platziert. Wenn ich die Angriffe nicht mehr selber blocken kann, muss ich halt meine Umgebung nutzen. Oh, der Wirbelsturm macht so viel Schaden, sehr gut. Und nach einer guten Mischung aus Dodgen und Angreifen war es auch endlich soweit. Naja, das wird easy. Nicht mal Schaden gekriegt. Easy. Als Belohnung gab es wieder eine Kiste mit etwas nutzlosem Kram und eine weitere Seele. Mit der Seele kann ich jetzt zu einer 5%igen Wahrscheinlichkeit solche Lichtkugeln verschießen wie der Bossgegner gerade. Ganz nett, wird aber nicht mehr so viel bringen. Jetzt steht aber nur noch ein einziger Bossgegner auf der Liste. Leider habe ich noch keinen Plan, wo der sich rumtreibt. Und der Scanner kostet mich einfach 120 Magma-Schleim. Also, ab ins Lava-Biom und ein bisschen Farm. Ich erspare euch das Rumgedacke mal. Aber der Lava-Dungeon, der direkt um die Ecke war, hat mir natürlich nicht ansatzweise genug Schleim gegeben. Und wie immer, wenn ich etwas suche, musste ich erstmal über 2000 Blöcke laufen, bevor ich überhaupt das nächste Biom fand. Ich habe auf dem Weg dahin sogar noch die letzten 3 Tempel für die Königsrüstung gefunden. Immerhin ist mir während des Laufens auch irgendwann mal aufgefallen, dass sich der Timer auf den 2. Bildschirm irgendwie gar nicht bewegte. Merkwürdig. Als ich dann endlich mal in einem weiteren Dungeon angekommen bin, habe ich natürlich auch da nicht genug rausbekommen. Also, komm, ich habe gerade keinen Sinn mehr hier rumzulaufen, glaube ich. Bin ich lieber am Anfang der Wüste in die Dungeons rein, die ich schon gesehen habe. Was ich dann auch gemacht habe. Allerdings gab es da schon direkt das nächste Problem. Ich wusste nicht, dass der Timer nach 24 Stunden wieder von vorne anfängt. Ja. Das ist mir diesmal zum Glück etwas schneller aufgefallen. Nachdem ich dann aber den ganzen Schleim aus dem Dungeon mitgehen lassen habe, hatte ich endlich genug für den Scanner. Also, ab nach Hause, den Boden wieder in Schleim umwandeln, ein paar weitere Edelsteine kaufen und dann den Scanner herstellen. So, wo versteckt sich unser letzter Challenge? Oh, auch schon relativ knapp dran vorbeigelaufen. Dann markieren wir uns den Jungen nochmal extra und holen uns unseren besten Foodboss. Und da das ja sowieso der letzte Boss ist, habe ich mir auch die besten Sachen eingepackt. Im Laufe der Challenge habe ich nämlich immer mal wieder epische Varianten der Foodboss bekommen. Und die sind echt stark. Zum Beispiel den korallenroten Schimmelkäse, der einen unter anderem einfach 80% mehr Fernkampfschaden gibt. Und ich hatte ja auch noch weitere epische Varianten. Ich denke, die Chancen für den Bossgänger stehen gerade nicht allzu gut. Damit sollten wir eigentlich perfekt vorbereitet sein. Wir haben Schaden, wir haben Verteidigung, Regeneration, Immunität gegen Feuerschaden. Ich hoffe mal, das sollte klappen. Das sollte also auf jeden Fall klappen.
Anders als mein Timer, der immer noch falsch läuft. Oh, und ich sehe gerade, der Timer dann scheint bei 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden aufzulaufen. Ja gut, ich hatte noch keine so lange Aufnahme. Das hätte ich mal vorher gucken sollen. Immerhin ist es mir jetzt aufgefallen und nach etwas Verwirrung in den Einstellungen bei OBS lief der dann auch endlich mal wieder normal. So, okay. Timer sollte wieder laufen und funktionieren. Sorry dafür. Nach dieser unnötigen Verzögerung war es aber endlich an der Zeit für den allerletzten Bosskampf. Wie immer aber erstmal die Arena. Aber ohne irgendwelche Seifenblasen ging das relativ schnell. Und dann war es auch soweit. So, okay. Allerletzter Bosskampf. Jetzt zu sterben, wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe einfach mal, dass ich von keinem Feuerball getroffen werde, der einfach in mir drin ist, Bord. Das wäre ein bisschen unfair. So, dann mal checken, haben wir auch wirklich alles. Wir haben unsere Tränke, unser Foodbars, Fernkampfwaffe, Nahkampfwaffe, Heiltränke. Wir sollten alles haben. Ich hau mir die Buffs rein, trinke die Tränke und dann geht's los in den letzten Bosskampf, würde ich sagen. Okay, let's go. Ist doch schon mal knapp, wir haben fast in der Mitte gespawnt. Aber wir machen sehr viel Schaden. Die 80% Fernkampfschaden, das Foodbuff, der macht sich echt bemerkbar. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Ja, den zerstören wir auch wieder komplett. Ja, easy, hä? War keine allzu schwere Challenge. Ich denke, nächstes Mal können wir noch ein bisschen was anpassen an Schwierigkeitsgrad. Tja, haben wir Challenge geschafft. Nach einem Tag und 35 Minuten. Plus, minus, ein bisschen. Ich bin am Ende ein bisschen mit dem Timer durcheinander gekommen, leider. Endlich fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es nicht allzu viele spannende Stellen gab. Und es hat zwar ewig gedauert zu schneiden, aber ich könnte mir vorstellen, sowas in der Art nochmal zu machen. Und solltet ihr also Vorschläge für weitere Challenges haben, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Auch wenn es bis zur nächsten Challenge noch etwas dauern wird. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Pause. Und schreibt mir auch gerne mal dazu, wie ihr diese Art von Videos überhaupt findet. Dann nochmal kurz Starbound. Da gibt es leider gerade eine kleine Pause. Es scheint nicht momentan nicht dazu kommen, zusammen aufzunehmen. Also werde ich nochmal ein kleines Game für zwischendurch starten. Welches weiß ich selber noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Das war's aber. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.